Am 23. Oktober 2017 startete die erste Folge der 8. Staffel von The Walking Dead auf Fox und die hieß natürlich Erster Kampf. Ja, die Folge beinhaltet auf jeden Fall vieles, was die Serie stark machte, und das sind halt wirklich Action, Zombies und einen alten Rick. Zu Beginn verkündet Rick auf jeden Fall lautstark mit seiner Rede den Angriff auf die Saviors. Es werden in parallel laufenden Handlungen erstmal die Vorbereitung gezeigt, natürlich mit sehr vielen Jump Cuts. Und da kann ich nämlich ein Beispiel nennen. Zum Beispiel wollen Terror, Daryl, Morgan und Carol eine Zombieherde zu Negans sein Reich, das St. Terry, lotsen. Und ja, da bleibt es auf jeden Fall sehr spannend, was da passieren wird. Ja, der Regisseur arbeitet ja auch mit drei Zeitlinien. Das hat auf jeden Fall die Fans sehr verwirrt. Einmal die Gegenwart, dann einen weinend zerbrochenen Rick mit sehr roten Augen und auf jeden Fall eine, wo man das nicht richtig deuten kann, ist das eine Zukunftsvision von Rick oder ist das eine Traumsequenz? Auf jeden Fall sieht man da einen alten Rick, wie aus den Comics. Was es aber sich mit dieser Szene auf sich hat, das werden wir erst ein paar Folgen sehen. Das verriet auf jeden Fall der Regisseur Greg Nicotero dem US-Magazin Entertainment Weekly. Also, da sind wir auch mal sehr gespannt, was da passieren wird. Aber die beste Szene hatte auf jeden Fall Carl Grimes gehabt, überraschenderweise. Wenn es auch die Auftaktfolge der 8. Staffel war, war es aber auch die 100. Folge der Serie und daher wurden auch ein paar Anspielungen gemacht aus vergangenen Folgen. Und was macht Carl? Er spielt nämlich diese Szene aus der allerersten Folge nach, wo Rick auf der Suche nach Benzin war und auf ein Zombie-Mädchen getroffen ist. Ich finde auf jeden Fall, diese Szenen sind echt sehr gut gelungen und ja, das haben sie sehr gut umgesetzt für einige Fans. Was natürlich auch sehr vielen Fans aufgefallen ist, ist, Maggie hat irgendwie keinen Babybauch. Das kommt aber daher, weil das wissen viele nicht. Die Staffel 6, Ende der Staffel 6 wurde sie schwanger. Die Staffel 7 beträgt in der Realzeit ungefähr 16 Tage. Somit kann sie noch gar nicht so weit sein in der Schwangerschaft. Deswegen hat sie noch nicht so einen Babybauch. Was aber sehr komisch ist auf jeden Fall, dass Judith sieht nämlich sehr groß aus in dieser Serie, also in dieser Folge. Und es kommt mit dieser Zeitrechnung gar nicht so richtig hin. Deswegen, es wäre daher von den Machern nicht schlecht gewesen, hätte man doch lieber ein kleines neues Mädchen gecastet. Aber was ist denn mit Michonne los? Seit sie mit Rick Grimes zusammen ist, spielt sie irgendwie keine Rolle mehr. Ist das für eine Anspielung darauf, dass Rick deswegen so traurig ist? Fragezeichen. Ja, visuell war es auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Ich sage mal, der Tiger Shiva war echt sehr gut animiert, genau wie diese Feuerszenen. Was mir auf jeden Fall nicht so sehr gefiel, das war eine Explosion in dieser Folge und die sah eher aus wie so ein Feuerball-Junge. Die war so mega schlecht animiert. Das tut mir leid. So, jetzt habt ihr ein bisschen so Fakten noch gehört und andere Sachen, wie es da so ablief, sag ich mal. Jetzt kommen wir irgendwie so ein bisschen zum Fazit. Man merkt auf jeden Fall, dass sie mit der 100. Folge die Mache, die wollten zurück an ihre alten Stärken. Es gibt wieder Zombies, es gibt wieder Action, es gibt wieder auch ein bisschen Charakterentwicklung und das Zwischenmenschliche. Aber es ist trotzdem so, wo man sagen muss, ja, es ist wieder The Walking Dead. Die erste Folge war auf jeden Fall besser als die schwache Staffel 7, sag ich mal so. Da gab es natürlich auch gute Folgen. Aber hier ist das wirklich so, da gab es wieder alles. Natürlich auch mit ein paar Logikfehlern, aber da kann man jetzt drüber hinwegsehen. Die Frage ist natürlich, was passiert mit Vater Gabriel? Bekommt Negan seine Rache und mal schauen, wie es weitergeht. Ich denke mal, ihr seid auch gespannt, ich bin auch gespannt, ja, wie es nächsten Montag weitergeht. Auf jeden Fall mache ich da wieder eine Folgenbesprechung. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst doch mal dem Video einen Like nach oben, lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann Montag und bis dann und ciao und bam!